Willkommen bei Elektronenregen. In diesem Video geht es um die von Grundig hergestellte Minerva Minibox MB5030 HiFi. Und bevor wir zu den technischen Daten kommen, wollte ich euch mal meine eigene Meinung zu diesen Lautsprechern erzählen. Und zwar habe ich etwas Musik über diese gehört und habe auch einen Film geschaut, bei welchem ich die Lautsprecher für die Tonwiedergabe genutzt habe. Und ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt, was aus den kleinen Dingern rauskommt. Also ich habe schon viele schlechtere Lautsprecher gehört und ja, wie gesagt, war ich echt erstaunt. Die Stimmenwiedergabe fand ich sehr gut und auch generell die musikalische Wiedergabe hat mir gut gefallen. Das ist natürlich mein eigener Eindruck. Andere Leute können es anders sehen. Wenn ihr diese Lautsprecher gehört habt, dann schreibt doch eure Erfahrungen gern in die Kommentare. Falls ihr ein Soundtest-Video dieser Lautsprecher sehen wollt, kann ich euch den Angelica Audio-Kanal empfehlen. Da packe ich euch auch den Link zum Soundtest dieser Minerva Grundig Mini-Lautsprecher in die Infobox. Und ja, ich fand das Video von dem Angelica Audio auch sehr interessant, also schaut es euch auch gerne an. Jetzt kommen wir erstmal zu den Außenmaßen, welche in der Höhe etwa 24,3 cm betragen, in der Breite etwa 14,1 cm und die Tiefe beträgt an der Seite des Lautsprechers etwa 11,6 cm und in der Mitte etwa 12 cm. Wie man sieht, ist der Lautsprecher nämlich leicht abgerundet. Das Gitter steht noch mal wenige Millimeter hervor, in der Mitte etwas über 4 mm und an der Seite nur etwa 2 mm. Diese Lautsprecher wiegen pro Stück etwa 2,2 Kilo und wurden ja so um 1977 in Deutschland gebaut. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns aber die technischen Daten auf dem Typenschild auf der Rückseite an und schauen, was auf der Rückseite sonst noch so zu finden ist. Hier haben wir nun das Typenschild. Ich finde auch das Minerva-Logo dort auf der linken Seite sehr interessant. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie so eine Spule mit einem Kondensator darunter. Aber jetzt kommen wir mal zum Text auf dem Typenschild. Minibox MB5030 HiFi DIN 45500. Nennscheinwiderstand 4 Ohm, Musikbelastbarkeit 50 Watt, Nennbelastbarkeit 30 Watt. Ja, vor Feuchtigkeit schützen, Made in Germany, Hersteller Grundig AG. Sonst haben wir auf der Rückseite hier oben noch ja, so eine Holzleiste, die ist natürlich original nicht am Lautsprecher. Die hat der Vorbesitzer da leider dran geschraubt. Und hier unten haben wir noch eine Kabelhalterung, welche natürlich original auch nicht an dem Lautsprecher angebracht ist. Die hat der Vorbesitzer da auch ans Gehäuse geschraubt. Aber hier ist noch das original Lautsprecherkabel angeschlossen. Es ist fest mit der Box verbunden und hat eine Länge von etwa 4 Meter. Ob das Lautsprecherkabel original einen Lautsprecher-DIN-Stecker besessen hat, kann ich leider nicht sagen. Nun wenden wir uns aber wieder der Front zu und schauen mal, was sich unter dem Lautsprechergitter verbirgt. Das Lautsprechergitter geht etwas schwer ab, da es an den Rändern mit so einer schwarzen Dichtmasse befestigt ist. Das ist der Originalzustand, das haben die damals so gemacht. Ich weiß nicht genau, was das für ein Zeug ist, ihr werdet es auch gleich sehen. Sieht ein bisschen aus wie so Butyldichtmasse. Vorher wäre noch zu sagen, das Gehäuse besteht aus Kunststoff und das kleine Schildchen hier vorne lässt sich drehen. Also wenn man den Lautsprecher hinlegen will, hat man das dann auch gleich in der passenden Ausrichtung. So, nun nehmen wir aber das Gitter ab. Ich hebel das hier vorsichtig hoch, um die Kanten des Lautsprechers nicht zu beschädigen. Und mit ein bisschen Gefühl kriegt man das dann auch ab.
Ah, jetzt hängt die Hälfte der Dichtmasse hier am Lautsprechergitter. Zack. Ja, von hinten ist noch mal so ein dünner Stoff über dem Lautsprechergitter. Und so sieht die Front aus, wenn das Gitter abgenommen wurde. Hier seht ihr jetzt auch noch mal ganz gut diese Dichtmasse. Ja, so ein bisschen wie Knete irgendwie. Und hat auch die Handschuhe direkt schon eingesaut. Hier auf der rechten Seite haben wir den kleinen Tiefmitteltöner, welcher von Sicke zu Sicke gemessen einen Durchmesser von etwa 11 cm hat. Und hier außen vom Korb zum Korb gemessen hat er einen Durchmesser von etwa 13 cm. Hier auf der linken Seite haben wir den etwa 20 mm großen Kalottenhochtöner. Detailfotos von den Lautsprechern und den Chassis gibt es natürlich wie immer am Ende, aber ich würde sagen, jetzt schauen wir erstmal in den Lautsprecher rein. Mit solchen Schrauben waren die Chassis befestigt. Und bevor wir reinschauen, wäre noch interessant zu erwähnen, dass der Tiefmitteltöner über eine Gummisicke verfügt und eine, ja, normale Papier-Pappmembran hat. So, nun aber zum Inneren des Lautsprechers und natürlich auch zu den Rückseiten der Chassis. Die Kabel der Chassis waren dann doch etwas kurz, deshalb habe ich sie mal eben abgelötet. Ja, aber kommen wir nun zuerst zum Hochtöner. Die Frontplatte des Hochtöners ist 10 x 8 cm groß und besteht aus Kunststoff. Der Magnet hat einen Durchmesser von etwa 6 cm. Und die Magnetscheibe ist etwa 9 mm dick. Kommen wir nun zum Tiefmitteltöner. Dieser verfügt über einen, ja, Blechkorb. Die Schlitze an den Seiten wurden mit so einer, ja, Art Filz überklebt, damit, ja, das ganze Material da nicht ins Chassis reinfällt. Und hier hat die Magnetscheibe einen Durchmesser von etwa 7,1 cm und eine Dicke von gut 1,5 cm. Hier nochmal das Schild. Abgedichtet sind die beiden Chassis jeweils mit so einer Schaumstoffdichtung. So, und nun kommen wir zu dem, was sich sonst noch so im Gehäuse verbirgt. Bedämpft ist der Lautsprecher mit diesem, ja, ich nenne es mal Recyclingmaterial. Das besteht hier so, also aus verschiedenen Fasern. Ja, das werde ich mal eben aus dem Lautsprecher entnehmen. Ja, da war echt ganz schön viel von dem Zeug drin. So, jetzt können wir aber in den Lautsprecher schauen und sehen hier noch die Frequenzweiche. Die werde ich auch noch mal eben losmachen und dann schauen wir uns auch diese noch mal an. So, hier haben wir die Weiche erst einmal von der Rückseite. Und dann noch mal von der Vorderseite. Ich finde auch interessant, wie sie hier befestigt ist an dieser Spule. Jetzt folgen noch die Fotos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.